Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir endlich diese Insel hier geschafft. Das war ganz schön krass. Da ist eine Ziege. Lol. Okay, alles klar. Die weiß auf jeden Fall, was sie macht. Ah, ihr kommt voll auf mich zu. Auf jeden Fall lesen wir wie immer erstmal ein paar Kommentare vor. Diesmal haben wir aber nicht so viele. Ich schaue immer vorher ein bisschen. Von Grogon, hallo, ich liebe dieses Spiel, Breath of the Wild, der Commentary ist noch geiler, danke dafür. Das hat wirklich ein Kommentar, was nett ist, wo ich mich auch immer drüber freue. Auch guck mal, der Sonnenaufgang, das ist jetzt aber witzig, den lasse ich einfach mal im Hintergrund ablaufen. Ich bedanke mich für solche netten Kommentare, auch wenn sie nicht wirklich was bringen. Alex Schatten, diese fetten Typen heißen Hinox, davon gibt es ein paar Klassen, also Farben. Nummer 1 blau, Hinox ist 2 rot, Hinox 3 schwarz und ein Stahl-Hinox. Der Stahlhinox besteht aus Knochen. Würde mich freuen, wenn dieses Kommentar im Video ist. Ja, dann freu dich mal. Diese Hinox-Dinger waren diese fetten. Soweit ich weiß, dadurch, dass wir die Insel jetzt geschafft haben, ist alles hier zurückgesetzt worden. Oh, guck gut das an. Das ist Storch. Krass. Der chillt auch neben mir. Auf jeden Fall wurde alles, glaube ich, zurückgesetzt. Das heißt, dieser Hinox sollte da hinten noch pennen. Ich sehe ihn gerade von hier nicht. Ich kann ja mal hingehen. Ich meine schon, dass das so ist. Und ich glaube, dass wir uns nochmal kurz die Zeit nehmen. Die sind auf jeden Fall neu gespawnt, diese ganzen Drecksviecher da. Und ich glaube, dass wir uns nochmal die Zeit nehmen und den noch einmal mit der Kiste töten. Weil ich ja vergessen habe, leider in der letzten Folge meine Items wegzuwerfen, bevor ich die Prüfung geschafft habe. Und damit habe ich ein paar Items quasi verloren, könnte man schon fast sagen. Das hätte ich machen sollen, das hat mir der Chris ja auch empfohlen. Außerdem hat der Chris geschrieben, dir Ballons kannst du auch an Gegenständen, auch Bombenfässer befestigen, die du dann einfach, wenn du die einfach, die Ballons auf die Gegenstände wirfst, dann schweben sie hoch, fliegen etwas, aber platzen nach einiger Zeit wieder. Ich glaube, mit Ballons meint er die, tatsächlich einfach nur diese Ballondinger hier. Wo haben wir so denn? Die hier, oder nicht? Octocron-Ballon. Dieser Ballon hat einen großen Auftrieb, daher kannst du mit denen Dinge fliegen lassen. Halt dazu einfach in die Hände und platzieren auf das gewünschte Objekt. Das ist natürlich interessant. Warum auch immer man das machen kann. Wegen den Pfeilmangel. Auch von Chris. Du hättest auch erst etwas in der Gegend von den Gegnern mit den Bögen rumlaufen können und dann später die Pfeile einsammeln. So kann man mega gut Pfeile farmen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Man kann ja nachher aufsammeln und die Gegner haben scheinbar unbegrenzt Pfeile. Aber nach einiger Zeit verpuffen die Pfeile, wenn sie auf den Bogen kommen. Da muss man natürlich aufpassen. Genau, von Chris 1. Den Turm für das Gebiet hast du sogar schon, aber in der Gegend ist nichts, das abgebildet werden müsste. Das habe ich ja am Ende der letzten Folge mich gefragt, warum ich in diesem Gebiet hier mich nicht selber sehe. Karte ist so, ne? Genau, ich sehe da ja gar nichts irgendwie. Aber scheinbar habe ich das Gebiet schon, meinte er. Stimmt das wirklich? Weil, da hier habe ich einen Turm, oder? Ne, wo ist der Turm? Da habe ich einen Turm. Ist es wirklich so? Ist hier kein Turm? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Aber wenn der schreibt, der weiß ja, was er schreibt. Normalerweise hat Chris immer sehr gute Kommentare gebracht. Und da ist die Sonne schon ganz oben. Den Typen werden wir auf jeden Fall nochmal besuchen. Dieses Minispiel fand ich eigentlich ganz lustig. Aber erstmal gehen wir jetzt weiter. Und das erste Ziel, nachdem wir den Fetten getötet haben, ist auf jeden Fall da oben, den Tempel zu machen. Weil ich habe ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass ich mehr Tempel machen möchte, um stärker zu werden. Weil ich fühle mich viel zu schwach noch. Und das werde ich auch machen. Der Fette ist hier gar nicht, aber der müsste eigentlich da sein, oder nicht? Spawnt er hier vielleicht gleich? Sollte er jetzt nicht genau unter mir sein? Ist er wirklich tot? Scheinbar, aber. Okay, das ist natürlich schade. Der ist tot. Okay, ich dachte, der spawnt tatsächlich nochmal neu. Da habe ich mich wohl geirrt. Oh Gott, von dem muss ich aufpassen. Alle anderen Gegner sind neu gespawnt, tatsächlich. Huh. Aber interessante Sachen waren hier ja gar nicht. Ich denke, ich teleportiere mich einfach da hinten hin. Macht am meisten Sinn. Okay, wo ist denn dieser Doppelturm? Ach, der ist da hinten sogar. Da unten ist ein Schrein. Wir können uns aber auch zu dem Schrein hier teleportieren. Da sind wir dann wieder bei den Pferdehändler. Soweit ich weiß. Das sollte das eigentlich sein, ne? Ist neben mir da eine Kiste im Boden gewesen? Lol. Voll übersehen. Ich glaube, da war eiskalt eine Kiste im Boden versteckt. Naja, scheiß drauf. Die Insel haben wir abgeschlossen für mich. Wir haben gerade im Moment 2 von diesen Tempeldingern und 552 Rubinen. Das geht sogar von der Geldanzahl her, ne?
ob wir uns vielleicht mal eine bessere Rüstung kaufen. Aber eigentlich will ich auf Schleichen spielen. Bessere Rüstung wäre dann irgendwie so eine... Es gibt ja diese Ritterrüstung, die soll ja sehr viel Verteidigung haben. Wir müssen langsam schon echt... Also man muss bei Zelda Breath of the Wild optimal spielen. Also man kann natürlich so ein bisschen, ja, Spaß haben und spielen. Aber man muss schon echt ein bisschen auf sein Equipment aufpassen. Was man dann nimmt, dass man nicht einfach irgendwie so spielt. Wisst ihr, wie ich meine? Vor allen Dingen, weil man ja... Weil es halt echt hart ist. Ich habe ja so oft schon auf die Fresse bekommen in diesem Spiel. Wobei ich wahrscheinlich jetzt auch gerade nicht in dem Gebiet war, wo ich eigentlich mich rumtreiben sollte. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das aber auf den Sack bekommen habe. Wir wechseln mal. Ich habe natürlich jetzt ganze krasse Waffen dafür, ne? Weil ich halt diese Viecher auch besiegt habe. Klettern wir mal. Klettern? Achso, ja. Der wartet auf Ausdauer. Okay. Die sollte man auf jeden Fall immer einsammeln. Wegen dem Cash. Wobei, bringt Steinsalz überhaupt für Cash? Okay, schauen wir mal, ob wir hier hochkommen. Wir müssen jetzt langsam versuchen, auf diesen Berg zu kommen. Das könnte vielleicht eng werden. Ich werde mal nicht springen. Ich glaube, damit kommen wir besser durch. Okay. Da hinten ist ein Händler. Der ist ja, soweit ich weiß, immer bei den Pferdedingern, habt ihr mir geschrieben. Okay, ich muss jetzt halt eine gerade Fläche finden, ne? Auf der ich stehen kann. Ich glaube, hier ist keine, oder? Erzählt das hier schon? Ich beschleunige das mal eben kurz. Okay, ist nix. Aua. Oh, ich dachte, das Wasser wäre ein bisschen tiefer. Na gut. Okay, das war schon mal nix. Ich muss mir tatsächlich einen Weg richtig suchen, mit dem ich hier hochkomme. Okay. Oh, sind das Blumen? Kann ich die nehmen? Ah, mit dem Hammer werde ich die wohl nicht abschneiden können, logischerweise. Der ist ja nicht so hart scharf. Hier habe ich mich relativ wenig umgeschaut, tatsächlich. Hier habe ich mir ein Pferd mal gesammelt, ne? Okay, von wo kommen wir hier gut hoch? Das ist, glaube ich, schon mal nicht schlecht, wenn wir da hochgehen. Was wir uns hier gerade anschauen. Da hinten ist voll das komische Gebirge. Ich frage mich, an wie vielen Tempeln ich schon vorbeigelaufen bin. Wahrscheinlich einige. Achso, das sind nur Bäume. Das sah aus wie so ein Minischloss aus der Entfernung. Okay, dann klettern wir erstmal hier hoch. Ja, das können wir ja ganz leicht machen mit Sprüngen einfach. Zack. So kletter ich am liebsten. Einfach mit Springen. Das geht nämlich relativ fix. Okay, ich glaube, wir müssen noch weiter nach rechts. Okay, jetzt müssen wir hier wieder runter, ne? Aber ich glaube, wenn wir da oben sind, dann können wir tatsächlich mal was machen. Dann können wir tatsächlich höher kommen. Hier haben wir eine alte Steinbrücke. Wo sind wir denn jetzt gerade auf der Map? Kakariko-Brücke. Ah, hier bin ich aber schon mal lang gegangen. Genau, und dann da rechts oben bin ich lang gegangen. Ja, genau. Und da oben sind die ganzen Türme für Kakariko. Habe ich eigentlich viel Essen? Ich glaube, mein ganzes gekochtes... Oh, ich habe nichts gekochtes. Ach du Scheiße. Okay, ich muss auf jeden Fall vielleicht mal was sammeln. Ich hatte mir ja extra viel gesammelt auf dieser scheiß Insel. Aber ich habe das ja vergessen, alles zu droppen. Das hier ist gut. Ah, ah. Bernstein. Und Feuerstein. Der Hammer ist halt echt wirklich saugeil dafür. Weil man nur einmal drauf hämmern muss. Okay. Das zählt als Fläche. Sehr gut. Klettern wir mal weiter. So, hier haben wir auch wieder eine Fläche. Das hier ist ganz angenehm. So, jetzt sind wir doch schon ein bisschen weit oben, ne? Okay, das klappt von hier auf jeden Fall. Was man vielleicht machen sollte, ist einfach mal aufladen und im Kreis drehen. Ach, upsala, das macht er ja gar nicht mit der Waffe. Dann cuttet man alles in der Nähe. Und ich glaube, das ist nie verkehrt. Ausdauerheuschrecke. Weil man hier halt auf ein bisschen... Ich habe hier vor allen Dingen mal Feen gefunden, ne? Die habe ich ja nachher alle freigelassen. Habt ihr es gesehen? Ich weiß gar nicht. Das habt ihr, glaube ich, nicht gesehen. Das war außerhalb der Aufnahme. Das kann ich mal erzählen. Ich wollte den Trick anwenden und... Ausdauerheuschrecke. Und, also ich bin ja sehr oft auf dieser Insel da gestorben. Und da wollte ich, bevor ich auf die Insel gehe... Oh, Lizard. Nice. Spurtechse. Bevor ich auf die Insel gehe, wollte ich mir einen kleinen Vorteil verschaffen, indem ich mir ein paar Feen auf die Insel werfe, aber das geht gar nicht. Die sind einfach weggeflogen. Das heißt, ich habe irgendwie 3 Feen hatte ich. Die habe ich quasi alle weggeschmissen. Das habe ich aber nicht in der Aufnahme gehabt. Also, weil ich halt einfach so gespielt habe. Was heißt einfach so gespielt habe? Ich habe das ja alles immer vorbereitet für die letzte Aufnahmesession. Ich wollte ja nicht immer wieder zeigen, wie ich das immer wieder von vorne versuche. Okay, ich glaube, wir jagen mal ein bisschen. Kein Mitleid mit den Vögeln.
Mal gucken, ob wie viel so ein Vieh bringt. Okay, schauen wir uns das mal an. Ein Pfeil gegen Geflügel. Geht eigentlich schon klar. Ich bin, mögt ihr Geflügel? Mögt ihr Hähnchen? Ich mag Hähnchen und kann es auf jeden Fall essen. Aber ich bin nicht so der Fan davon. Irgendwie finde ich Hähnchen vielleicht nicht so geil wie irgendwie Rindfleisch oder sowas. Irgendwie mache ich da voll die Unterschiede. Oh, hey, das ist ja praktisch. Ein Lager, das wir kurz übernehmen können. Leider kann ich hier gerade nicht warten, aber endlich kann ich mal wieder richtig sneaky vorgehen. Weil ich meine Rüstung habe und hier relativ hohes Gras ist. Gesehen habt ihr mich nicht, ne? Ne, die machen Party noch. Oh, der hat mich nicht gesehen. Oh, lol. Der hat mich im Gras gesehen, das war ja seltsam. Da hinten sind Kisten, die OP sind. Eigentlich kann ich reinlaufen und die mit den Kisten machen. Nur um zu zeigen, wie OP diese Dinger sind. Lass uns das machen. Wir spielen optimal. Und schleichen ist, glaube ich, gerade nicht optimal. Ich glaube, am besten ist es einfach reinrennen. Weil ich will ja auch keine Pfeile verschwenden, ne? Genau. Wir bewegen uns einfach zu den scheiß Metallkisten. Ohne dass sie uns sehen. Okay. Das sollte ja soweit. Ja. Die Metallkisten sind halt komplett broken. Er sieht mich noch gar nicht, lol. Wow. Ach, komm her. Okay, jetzt habe ich ihn getroffen. Okay, so, das war der erste. Oh oh. Scheiße. Ich habe das nicht schnell genug rangezogen bekommen. Ach du Scheiße. Oh, hinter mir war was. Okay, das ist jetzt gerade nicht so optimal. Warum machen die kein Damage? Ich brauche Schwung, wa? Leute, das macht voll wenig Damage. Okay, damit habe ich nicht getroffen. Das ist gerade ein bisschen suboptimal. Gebe ich zu. Aber ich verstehe auch nicht, warum ich kein Damage damit mache. Oh, der hat mich aus den Augen verloren sogar. Normalerweise one-shotte ich die damit und die fliegen richtig hin und her. Kommt, Leute, schlag doch mal hier drauf, oder nicht? Komm, wollt ihr schlagen? Okay. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich muss was essen. Ich habe aber nur ungegessene Sachen, also ungekochte Sachen, was ein bisschen kacke ist. Ein bisschen Heilgras fressen. Oh, lol, ich bin auf den Baum geklettert. Okay, die haben sich jetzt doch so ein bisschen selber getötet. Kannst du bitte? Warum funktioniert das nicht mehr so gut? Irgendwie kriege ich keinen. Oh, wow. Jetzt brennt hier alles. Tja. Das war sehr suboptimal. Lol. Ich bin sogar gestorben. Ach du Scheiße, ey. Was mache ich denn hier? Vor allen Dingen, warum hat das kein Damage gemacht? Ich habe mit der fucking Metallkiste schon mal Endbosse getötet. Aber okay, jetzt macht das plötzlich kein Damage. Wahrscheinlich wegen der Geschwindigkeit, aber normalerweise sind die sogar richtig weggepfeffert. Irgendwie seltsam. Okay, das war mega scheiße. Immerhin speichert er jetzt logischerweise. Hat er eigentlich auch gespeichert, dass ich das gefressen habe? Ja, oder? Nee, hat er nicht mal. Sehr gut. Okay, keine Ahnung, was das war. Ich werde es jetzt einfach mit Pfeilen machen und ganz normal kämpfen. Mein Schwert wollte ich jetzt nicht werfen. Oh, wow. Oh, was war das? Na gut. Die haben Party, die haben Spaß. Oh, wow. Haha. Okay, dann kämpfen wir halt ganz normal. Okay, anvisieren und dann, das glaube ich noch am effizientesten. Lol, habe ich den anderen auch gewonnen? Nee, habe ich gar nicht. Ausweichen muss man halt, ne? Irgendwie zählt das aber ganz seltsam nicht.
Oder ich blocke einfach, weißt du? Blocken macht auch Sinn, ne? Wenn ich nicht schlage, blocke ich ja. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was da mit mir los war. Ich wollte halt unbedingt die mit den Metallboxen da knallen. Die TVs. Meine Waffentasche ist sogar voll. Ach. Ja. Vergessen wir das, was ich da getan habe. Okay. Na, hol ich mir die Monstersachen, hol ich mir mal. Hat er keine Pfeile verloren? Keine Pfeiltasche? Hätte ich jetzt gedacht, dass er sowas verliert. Wir haben schon 16 Minuten wieder, ey. Fuck, ey, das... So, die Zeit geht so schnell um in Zelda. Okay, die Kiste. Nicht vergessen, genau. Ich dachte eigentlich, hier wäre noch eine Feuerstelle zum Kochen. Das wäre eigentlich ganz nice gewesen. Ein Leuchtstein. Ein einziger? Okay. Ist sie ja nicht mal, ne? Okay, fuck it. Wir gehen einfach weiter nach oben. Vergessen wir, was ich da versucht habe. Merken wir uns, lernen wir daraus und merken uns, versuche nicht mit Metallkisten zu fighten. Das hat irgendwie überhaupt nicht geklappt. Ich habe was gehört. Was habe ich da gehört? Oh, den habe ich, glaube ich, gehört. Okay. Spurtechse. Und diese Ballons, die kann man ja irgendwie anheften. Oh, hier kann ich kochen. Hier habe ich sogar eine Kiste. Ein verfallenes Haus, okay. Nice, ein Eisen haben wir. Oh, wow. Habe ich so viel in meiner Waffentasche? Die habe ich da sogar aufgerüstet. Ja. Wegwerfen. Öffnen. So, und dann nehmen wir uns den Eisenhammer mit. Einfach zum Farmen für die, für diese Dinger, ne? Für dieses Zeug. Ihr wisst, was ich meine. Lol. Okay. Frostkraut. Haben wir einen Apfel? Habe ich einen Apfel? Oh Gott. Ich habe 3 Seiten Materialien. Aber keinen einzigen fucking Apfel dabei. Sind hier irgendwo Apfel? Ist hier ein Apfelbaum? Oh ja, da ist einer. Zack. Meiner. Wenn ich den da, glaube ich, hinlege, bekomme ich was, oder nicht? Krog oder so. Denke ich mal. Das war auf jeden Fall letztes Mal so. Da ist er. In die Hand. Ablegen. Jawohl. Easy. Easy Krog. Ui, du hast mich entdeckt. Krogsamen. Tschüssi. Und jetzt nehme ich mir die beiden Äpfel. Nein, nehmen. Ja, zack. Ach ja, wie mache ich denn am besten Feuer? Oh Gott, ich glaube, das mit Flintstein konnte man das machen, ne? Wie habe ich das letzte Mal gemacht, das Feuer? Boah, das ist schon so lange her wieder. Materialien. Wenn du mit Gegenstand aus Metall darauf schlägst, entstehen Funken. Die Feuerhölzer in der Nähe entzünden. Okay. Lol. Das hat nicht geklappt. Okay, interessant. Lege ich den mal da rein. Okay, nee, das reicht nicht. Muss ich dafür vielleicht dann Holz auch daneben legen? In die Hand? So quasi. Oh ja, das hat funktioniert. Oh, da hat sogar ein richtiges Feuer. Ah, da macht man mit auch direkt ein Lagerfeuer. Ah, okay, ich habe gelernt. Nicht warten, ich will kochen. Ach ja, kochen muss man ja einfach so machen. Hm. Ja, ich würde sagen, dass wir hier... Ich koche jetzt einfach in der Aufnahme, komm, scheiß drauf. Dann machen wir in der nächsten Folge den Tempel. Schaffen wir jetzt sowieso nicht mehr in der Folge. Okay, was haben wir denn? Was haben wir denn, was wir zum Kochen benutzen können? Ein Kürbis. In die Hand. Prinzessin, Lieblingsblume von der Prinzessin. Man hielt sie ausgestorben. Zack, ich futter die alle. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Ein Kürbis und... Kochen. Und überspringen. Ach so, ja. Wildgemüse. Hat geklappt. Okay, also die zu essen macht Sinn.
Salzkristall macht bestimmt keinen Sinn zu essen, oder? Oh, ein Fisch. Maxi-Rübe ist, glaube ich, schon wieder zu viel. Zurücklegen. In die Hand. Und ein Apfel. Maxi-Rübe ist halt schon echt viel. Maxi-Dampfkost. Volle Heilung. Holy shit. Holy shit. Das ist einiges. In die Hand. Zack, machen wir das normal, wa? Ich meine, jetzt habe ich nicht keinen Apfel dabei, aber vielleicht geht das ja mit allen. Dampfpilze. Okay, machen auch viel. Aber nicht so viel wie mit Apfel. Zack, zack. Kochen. Kleine Kochsession, damit wir auf jeden Fall was haben. Ne? Spurt Wildgemüse. In die Hand, in die Hand. Da, Frostkraut, alles zack, bumm. Einfach kochen. Kühlungswildgemüse, okay. Schleichglöckchen, oh. Das ist natürlich geil. So, kochen wir. Alter, so viele Herzen, ne? Zack. So viele Herzen habe ich halt noch nicht mal. Ich sollte versuchen irgendwie so, dass man sich halt voll heilen kann. Spurtkröte, Spurtechse, zack. Einfach kochen. Upsala. Okay, in die Hand. Fisch und Spurtechse, macht das Sinn? Ah. Scheinbar nicht. Jetzt habe ich Fisch verschwendet. Das ist ja blöd. Okay, zwei Krabben. Da muss ja was raus werden, ne? Kraft Meeresfruchtspieß. Okay, Monstersachen sollte man auf jeden Fall nicht kochen. Das habe ich schon gelernt. Ich glaube, das war's, was wir an Sachen haben, ne? Eine Schraube, kann ich das kochen? Alter. Okay, eine Schraube. Wir machen jetzt einen Trollkoch zum Schluss noch. Was brauchen wir denn für fünf Zutaten? Eine Schraube, eine Ausdauerheuschrecke. Schleim. Noch mehr Schleim. Und Bocklenherz. Davon habe ich auch nicht so viele, sollte ich nicht verschwenden. Komm, irgendwas Logisches. So, und, nee, Salzstein ist, glaube ich, sehr teuer. Holz. Here we go. Mal gucken, ob das es wird. Harter Brocken. Bei diesem Gericht ist etwas schief gegangen. Eine falsche Zutat kann alles verderben. Wenn du Hunger hast, hilft nur eins. Zähne zusammenbeißen. Harte Brocken. Geil. Also. Ja, ich würde die Folge hier beenden. Leider haben wir es noch nicht ganz hoch geschafft. Irgendwie hat meine Noobigkeit ganz schön viel Zeit gekostet, während ich das Lager übernehmen will. Aber in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall den Dungeon machen und uns dann um den nächsten Dungeon kümmern. Also wir wollen ja jetzt so ein bisschen Dungeon Farming betreiben. Also schauen wir uns ein bisschen um und versuchen die Dungeons alles zu finden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.